Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht es Ihnen heute? Also mir geht's gut, ich hoffe Ihnen auch. Ich freue mich, dass Sie schon so zahlreich da sind. Ich hoffe, Sie sind alle gut warm eingepackt. Mit dem Wetter haben wir ja leider nicht so das richtige Glück, aber wir machen das Beste draus und umso mehr freue ich mich, dass Sie hier sind. Ich glaube, ich widerspreche ungern, aber solange es nicht regnet, haben wir ja schon eigentlich absolut, ein bisschen Glück. Genau. Backstage Bundesbank oder wie gestern jemand zu mir sagte, wieso schreibt man Backtage mit S? Ich musste kurz überlegen, was er damit meinte. Backstage Bundesbank, warum ist, Herr Nagel, diese Veranstaltung so wichtig? Also zunächst mal ist es so, dass das, was die Bundesbank tut, nicht im Elfenbeinturm stattfindet oder stattfinden soll. Wir wollen uns den Bürgern öffnen. Wir wollen erklären, was wir bei der Bundesbank tun. Und gerade in diesen Zeiten, wir werden ja gleich noch Gelegenheit haben, darüber zu sprechen, ist es wichtig, ins Gespräch zu kommen. Also all das zu hören, was die Bürgerinnen und Bürger beschäftigt. Und es macht uns auch großen Spaß, Sie hier begrüßen zu dürfen in unserer Hauptverwaltung an der Taunusanlage. Das Programm ist vielfältig. Ich denke, wir können einiges zeigen. Und deswegen ist es schön, nochmal, dass Sie hier sind. Warum, Herr Nagel, ist das so wichtig, mit den Menschen gerade jetzt ins Gespräch zu kommen? Gut, das Thema Inflation ist in aller Munde, es beschäftigt uns alle. Wir haben Sorgen durch die hohen Preise, was wird das alles in Zukunft noch kosten, wie wird es weitergehen? Und ich denke, da können wir als Bundesbank, auch ich in meiner Rolle als Mitglied des Zentralbankrats, ein Stück weit dazu beitragen, vielleicht die ein oder andere Frage zu beantworten, vielleicht auch die Ängste ein Stück weit zu nehmen, Ausblick zu geben, wie es weitergeht. Aber wir haben neben diesen Themen natürlich noch viele andere Themen. Wir sind fürs Bargeld zuständig, für die Bankenaufsicht, für den Zahlungsverkehr, Finanzstabilität. Die Bundesbank ist viel mehr als meine Rolle im Zentralbankrat und das sehen wir eben heute auch. Wenngleich wir natürlich die Chance nutzen wollen, auch über Inflation, Rolle der EZB etc. pp. Heute zu sprechen. Sie, ich habe Sie beobachtet, sind hier schon viel unterwegs gewesen. Wie haben Sie denn die Stimmung bei den Gesprächen bisher so empfunden? Also zunächst mal ist es für mich natürlich schön, dass ich viele Kolleginnen und Kollegen jetzt noch hier sehe, mit ihren Familien. Freunde von mir sind heute da, gestern war meine Tochter da. Es ist für mich auch wie ein Familienfest. Es macht Spaß, sich einfach unter die Besucher, Besucherinnen zu mischen, ins Gespräch zu kommen. Ja, das gibt mir auch viel. Was bewegt die Menschen so? Ja gut, ich meine, das Thema natürlich die Inflation, die hohen Preissteigerungsraten, all das, was wird der Winter bringen, die hohen Energiepreise, die hohen Preise, wenn ich im Supermarkt den täglichen Einkauf mache, all das, das beschäftigt die Menschen. Wie geht es mit dem Krieg weiter? Zum Teil Fragen, auf die ich auch keine Antwort geben kann. Ich kann immer nur versuchen, ein Stück weit meine Einordnung zu geben, die Einordnung der Deutschen Bundesbank. Und das ist das, was wir versuchen, hier gemeinsam heute und auch gestern mit Ihnen zu erleben. Herr Nagel, Sie haben es selber angesprochen, das Leben wird immer teurer. Und Sie haben auch so ein bisschen jetzt gerade erzählt, wie Sie die Gespräche, Nöte und Sorgen der Gäste hier empfinden. Wie nehmen Sie die Situation denn selber persönlich wahr? Also klar, ich meine, ich gehe auch einkaufen. Ich war gestern Morgen einkaufen im Supermarkt. 6 Eier, Bio-Eier, 3,99. Ich meine, gut, das ist ein Preis, der ist natürlich deutlich über dem, was man vor einem Jahr gewöhnt war. Das müssen Bio-Eier gewesen. Das waren Bio-Eier. Ich habe es gesagt, das waren 6 Stück, 3,99. Ich habe extra nochmal drauf geschaut. Ich glaube, normale Eier hätten 2,79 gekostet. Das Pfund Butter, das schwankt zwischen 2,50 und 3,50. Hängt natürlich auch wieder davon ab, was man kauft. Aber das sind ja nur die eigenen Eindrücke, die man hat, wenn man das Auto tankt, wenn man an die nächste Energierechnung denkt, wenn man die Erhöhung der Abschlagszahlung sieht. Das sind alles Themen, die bei mir natürlich genauso ankommen. Ich spreche mit meinen Freunden, Verwandten. Das ist das Thema, was derzeit aus guten Gründen alle umtreibt. Jetzt gibt es, Herr Nagel, vielleicht Menschen, die am Ende des Monats ein bisschen weniger auf dem Konto haben als Sie und viele andere auch. Was sagen Sie den Verbraucherinnen und Verbrauchern, die darunter leiden? Butter wird teurer, Eier haben wir gerade angesprochen, Energiekosten und so weiter. Also ich habe schon im Januar bei meinem Amtsantritt gesagt, und das war noch vor dem 24. Februar, bevor dieser schreckliche Angriffskrieg begann, Russlands gegen die Ukraine, habe ich gesagt, Inflation hat immer eine soziale Dimension. Es trifft immer die, die am vulnerabelsten sind, die Schwächsten, die mit niedrigen Einkommen. Und das sehen wir jetzt auf eine ganz harte Art und Weise. Und wir hatten im Januar als Bundesbank
schon einen Inflationsausblick für das laufende Jahr in der Größenordnung zwischen 4% und 5%. Ja, jetzt werden wir möglicherweise zum Jahresende Inflationsraten sehen, die über 10% sein könnten. Die Wachstumsrate, die wir im Januar noch bei 4,5% für Deutschland gesehen haben, die kommt deutlich niedriger raus, möglicherweise bei 1,7% für den Jahresverlauf. Also wir sehen ganz deutlich gemeinsam, wir sind in schwierigen Zeiten unterwegs. Herr Nagel, über die Zahlen wollen wir gleich gerne noch ein bisschen vertieft sprechen, aber das wird jetzt sicherlich nicht die Antwort gewesen sein, die Sie der Kassiererin gegeben hätten bei den Eierpreisen, die Sie gerade geschildert haben. Wenn die Kassiererin zu Ihnen sagt, Herr Nagel, tun Sie was, was können Sie da antworten? Dann sage ich, dass ich natürlich was tue, dass wir gemeinsam was tun im Zentralbankrat der Europäischen Zentralbank. Wir hatten zuletzt die Zinsen erhöht um 0,75 Prozentpunkte. Wir sind jetzt bei unserem Leitzins bei 1,25 Prozentpunkten angekommen. Das ist schon was. Es muss aber weitergehen. Und der Kassierung sage ich dann natürlich auch, ich kann ihr keinen schnellen Erfolg versprechen. Das Thema Inflation ist leider, wenn man es mit so einer Größenordnung zu tun hat, eine sehr hartnäckige Veranstaltung. Das heißt, wir in der Geldpolitik müssen auch hartnäckig bleiben. Und es ist auch das, was wir zuletzt im EZB-Rat vereinbart haben. Wenn die Datenlage so bleibt, dann wird's auch, dann müssen auch weitere Zinserhöhungen kommen. Das ist klar. Wir sind ja unter uns. Und wenn wir schon über Zinserhöhungen sprechen, womit können wir dann im Oktober rechnen? Ja, also Sie wissen, das ist immer so eine Frage, die sollte man keinem Notenbanker stellen, von dem Sie jetzt an der Stelle eine Antwort erwarten würden, was jetzt den nächsten Zinsschritt angeht. Aber ich habe es ja eben schon gesagt, ich meine, der Ausblick ist so, dass die Inflationsraten, so wie es aus heutiger Sicht ausschaut, noch weiter nach oben weisen. Das heißt, dass wir auch im Oktober und in den nachfolgenden Sitzungen bis zum Jahresende hier hartnäckig bleiben müssen. Das heißt, die Zinsen werden steigen. Aber ich habe aufgegeben, weil es auch wirklich nicht dem entspricht, was ich an Erfahrung machen durfte über die Jahre hinweg, jetzt hier Ihnen genau eine Punktlandung zu nennen. Das wäre nicht seriös, tue ich auch nicht. Aber ich denke, es ist schon eine Aussage, wenn ich sage, die Zinsen gehen weiter nach oben. Und das nicht nur im Oktober, wenn ich Sie richtig verstehe. Nicht nur im Oktober. Aber wie gesagt, wir haben klar kommuniziert, wir werden es immer von der aktuellen Datenlage abhängig machen. Ceteris paribus sieht so aus, dass die Zinsen nach oben gehen werden. Ich hatte ja gesagt, möglicherweise Hochpunkt 10% oder darüber in Deutschland zum Jahresende. Der Ausblick für den Euroraum für das kommende Jahr liegt gegenwärtig bei 5,5% und in 2024, so wenigstens der Ausblick, wären wir bei 2,3%. Aber es sind natürlich alles Themen, Schätzungen, die stark davon abhängen, wie sich die Rahmenbedingungen entwickeln. Also die EZB reagiert inzwischen. Kritiker sagen, sie hat viel zu spät reagiert und viel zu spät gehandelt, hätte das schon deutlich früher machen müssen. Was sagen Sie diesen Kritikern? Geben Sie denen recht? Ja, ich meine, Kritik zu üben, das ist immer eine einfache Veranstaltung. Selbst in der Verantwortung zu stehen und die Entscheidung zu treffen, das ist was anderes. Natürlich ist man rückblickend mitunter immer schlauer und könnte sagen, naja, man hätte früher zupacken sollen. Sie wissen wohl, dass mein Vorgänger immer wieder auf die Gefahren der sehr unterstützenden Geldpolitik hingewiesen hat. Wenn man sich die Zahlen genau anschaut, sieht man, dass im zweiten Quartal 2020 so der Wendepunkt war bei der Inflationsrate. Da lagen wir aber auf einem relativen Tiefpunkt von unter 1%. Und dann hat sich die Reise nach oben, dann fing es an. Nur zu dem damaligen Zeitpunkt konnte niemand ahnen, wie die Auswirkungen der Pandemie sein würden. Wie würden sich die Lieferengpässe entsprechend entwickeln? Und die sind ja immer noch angespannt. Die sind immer noch da. Und dann natürlich dieser Krieg. Also es sind alles Unwägbarkeiten, die man fairerweise so in der Härte nicht abschätzen konnte. Aber würgen steigende Zinsen den Markt am Ende nicht sogar ab? Es ist ein normaler ökonomischer Effekt, dass steigende Zinsen in so einer Phase zu einer Verlangsamung der Wirtschaft führen. Aus heutiger Sicht sehen wir diese Verlangsamung nicht so, dass sie sehr hart ausfallen wird. Es kann durchaus sein, dass es möglicherweise im dritten Quartal, im vierten Quartal und über 2023 will ich noch nicht spekulieren, möglicherweise ein Rückgang der Wirtschaftsleistung da sein könnte. Aber das ist alles Spekulation. Aber auch das wird dazu beitragen, ein Stück weit die Inflation nach unten zu bekommen.
Inflation wird ja maßgeblich dadurch beeinflusst, dass wir explodierende Preise haben, gerade im Energiesektor. Ketzerische Frage. Trotzdem, ich stelle sie, hätten wir ohne Sanktionen eine niedrigere Inflation? Also die Frage Sanktionen, das stellt sich für mich gar nicht. Die Sanktionen, zunächst mal eine politische Entscheidung, aus meiner Sicht eine richtige politische Entscheidung. Auf diesen brutalen Angriffskrieg musste die Politik reagieren und aus meiner Sicht ganz alternativlos. Wir als Bundesbank in unserer Verantwortung, unserem Mandat für stabile Preise zu sorgen, wir müssen mit diesen politischen Rahmenbedingungen uns auseinandersetzen, unserem Auftrag gerecht werden, mittelfristig wieder die Inflationserwartung dorthin führen, wo sie hingehören, nämlich Richtung 2%. Und darin sehe ich unsere Aufgabe. Und ich hoffe, das machen wir auch an diesen zwei Tagen deutlich, dass die Bundesbank sich in dieser Gesamtrolle sieht. Und vielleicht noch ein Punkt. Ich meine, die Bundesbank hat eine 65-jährige Geschichte mittlerweile. Wir stehen hier vor einem sehr historischen Gebäude, das Gebäude der Bank Deutscher Länder. Also wir als Hier vorne wurde die D-Mark gegründet. Hier vorne wurde die D-Mark gegründet. Wir als Bundesbank, die für die Bundesbank arbeiten, wir sind sehr stolz auf das, was wir tun. Und wir kennen unseren Job ganz gut. Ich komme nochmal auf das Thema Inflation zurück, Herr Nagel, denn es gibt einen großen Spielraum zwischen den täglichen gestiegenen Kosten und der tatsächlichen Inflation, also eine Art gefühlte Inflation und eine in Zahlen. Wie ist das zu erklären? Also es ist zunächst mal so, hängt natürlich damit zusammen, wie wir selbst Inflation messen. Als ich Ihnen vorhin die Inflationszahlen nannte, wir sehen ja jetzt, wir hatten ja im August für den Euroraum 9,1% gesehen, also schon eine sehr hohe Inflationsrate. Diese Inflationsrate wird ja gemessen an einem bestimmten Warenkorb. Nur der individuelle Warenkorb, der sieht natürlich für jeden ganz anders aus und die Wahrnehmung der Inflation damit auch. Vor allen Dingen dann, wenn man bestimmte Produkte beispielsweise im täglichen Einkauf immer wieder kauft und manche langlebigen Wirtschaftsgüter eben weniger. Deswegen, die Wahrnehmung ist oft die, dass man in Tat und Wahrheit für sich merkt oder fühlt, dass die Inflationsrate entsprechend höher sein könnte. Und natürlich, und da bin ich wieder bei der sozialen Dimension der Inflation, hängt es natürlich auch damit zusammen, wie hoch mein verfügbares Einkommen ist. Gutes Stichwort direkt für die nächste Frage, Herr Nagel. Wären denn dann höhere Löhne und Gehälter eine Lösung? Also zunächst ist es ganz klar nachvollziehbar, dass die Gewerkschaften jetzt, also insgesamt die Tarifpartner nach einer Lösung suchen müssen, wie man mit dieser Situation der hohen Preise umgeht. Und es ist nachvollziehbar, dass viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Gewerkschaften hier nach einem Reallohnausgleich suchen. Ich durfte vor zwei Tagen an der konzertierten Aktion abermals teilnehmen. Das war diese zweite Sitzung. Das ist ein Kreis, wo sich der Bundeskanzler mit Mitgliedern der Bundesregierung, den Gewerkschaftern, den Verbänden sich zusammensetzt mit den Sachverständigen, mit der Deutschen Bundesbank, um nach Lösungen zu suchen, wie man das Thema Inflation in den Griff bekommt. Und mein Eindruck war, und so war es auch in der Vergangenheit, dass man hier die Verantwortung spürt in dieser außergewöhnlichen Situation. Und die Tarifpartner werden das auch dieses Mal hinbekommen. Da Sie die konzertierte Aktion in Berlin gerade ansprechen, wo Sie bei waren, da hat der Bundeskanzler unter anderem vorgeschlagen, eine Sonderzahlung von Arbeitgeber an Arbeitnehmer in Höhe von 3.000 Euro, steuerfrei. Jetzt sind wir schon sehr im politischen Bereich, frage ich trotzdem mal Ihre Einschätzung. Ist das ein probates Mittel? Also zunächst mal diese Sonderzahlung wird ja am Ende dann auch eine autonome Entscheidung sein, die zwischen den Tarifparteien zu verhandeln ist. Aber insgesamt sollte es zu diesen Sonderzahlungen kommen und die Steuerfreiheit, die damit verbunden ist, das ist eine, aus meiner Sicht, aus Sicht der Bundesbank durchaus eine Maßnahme, die unter den besonderen Bedingungen zielführend ist. Sie spricht auch insbesondere dort die Gruppen an, die besonders stark von der Inflation betroffen sind. Und es ist sicherlich eine Begleitmaßnahme, die hilft. Nur eins will ich auch klar machen. Es wird natürlich nicht gelingen, dass man alle Härten der Inflation für alle Bevölkerungsgruppen komplett ausgleichen kann. Das wird der Politik nicht gelingen können. Das heißt, es wird am Ende wird es für viele durchaus schmerzhaft sein. Haben Sie dann, und das muss ich mir sofort mal aufschreiben,
Es könnte auch die Unterschrift von einem Arzt auf dem Rezept sein. Das soll Insolvenz heißen. Haben Sie, wenn Sie sagen, da kommt eine Härtewelle auf uns zu und nicht jeder kann aufgefangen werden, nicht Angst, dass es eine Insolvenzwelle gibt, die am Ende auch die Banken trifft? Die Privatperson kann den Kredit nicht mehr bedienen, der Kleinunternehmer kann seine Bäckereikosten nicht mehr bezahlen und so weiter. Also vielleicht fangen wir mal mit den Banken an. Nachher wird ja auch eine Kollegin, die ich hier schon sehe, begrüße, hallo Frau Braun-Munzinger, ein Stück weit was berichten, wie wir in der Bankenaufsicht aufgestellt sind. Und die Kollegin wird Ihnen sicherlich sagen, dass die Maßnahmen, die wir in den letzten 10 Jahren ergriffen haben, die Banken deutlich robuster aufgestellt haben. Die Banken sind stärker kapitalisiert, sind liquiditätsseitig besser ausgestattet. Aus heutiger Sicht mache ich mir um die Banken, um den Finanzsektor keine Sorgen. Jetzt reden wir über die Realwirtschaft. Bei der Realwirtschaft sieht es so aus, wenn man sich die Insolvenzzahlen anschaut, der letzten 10 Jahre sind die Insolvenzen in Deutschland deutlich zurückgegangen. Also die kannten nur eine Richtung, weniger Insolvenzen. Waren auch andere Zeiten, ne? Waren andere Zeiten. Natürlich in so einer Situation, deswegen schließe ich das auch nicht aus, anekdotische Evidenz hört man allenthalben, dass gerade energieintensive Unternehmen, was ja auch nachvollziehbar ist, in große Schwierigkeiten kommen könnten. In den Zahlen sehen wir es am aktuellen Rand noch nicht so richtig, aber ich schließe nicht aus, dass wir von einem sehr niedrigen Niveau wieder höhere Insolvenzen sehen werden. Aber ich sehe nicht, dass wir jetzt in einem Absturz landen würden, dass wir in einer tiefen Rezession enden würden im nächsten Jahr. Aus heutiger Sicht, mit allen Fragezeichen, die ich auch habe, kann ich das aber nicht sehen. Ich hoffe sehr, wenn wir uns in einem Jahr hier treffen würden, dass Sie so recht behalten, dass es keine Insolvenzen gibt, dass wir das Gröbste dann längst hinter uns haben. Und wenn wir schon einen Blick, Herr Nagel, in die Zukunft werfen, wie sieht denn die Zukunft der Bundesbank aus? Welche Projekte sind geplant? Also die Zukunft, sagen wir so, die Bundesbank als Institution war schon immer eine spannende Institution, die ja mit der Geschichte Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg ganz eng verbunden ist. Wir haben die D-Mark eng begleitet, wir haben den Euro eingeführt, wir haben die deutsche Einheit mitbegleitet zuvor und spielen jetzt eine starke Rolle im EZB-Rat. Das heißt, die Reise der Bundesbank wird weitergehen, wir werden moderner werden, noch moderner, wir werden digitaler werden, wir werden diverser werden. Das sind alles Themen, die wie alle Unternehmen auch die Bundesbank beschäftigt. Das ist ein Thema, was ich jetzt nochmal angeschoben habe in meiner neuen Rolle seit Januar, dass wir uns hier nochmal selbst hinterfragen, wie es weitergeht, was wir besser machen können. Und ja, ich bin da sehr zuversichtlich, dass uns das auch in Zukunft für die Bundesbank prima gelingen wird. Digitalisierung, ganz wichtiges Thema, haben Sie auch gerade angesprochen. Wie sieht denn Digitalisierung bei der Bundesbank aus? Keine Aktenordner mehr, alles mit File-Transfer? Wie kann ich mir das vorstellen? Also so weit sind wir noch nicht. Die Aktenordner sind bei der Bundesbank noch nicht Geschichte, aber es ist deutlich weniger geworden. Ich kann das ja auch so für mich jetzt erleben. Ich bin ja mittlerweile jetzt bei der Bundesbank auch schon. Ich habe vor mehr als 20 Jahren hier angefangen, 1999, und kann mich noch gut erinnern, wie das damals sehr papierlastig war. Wir haben viele Vorgänge, die wir mittlerweile elektronisch weiterleiten, abzeichnen. Da haben wir noch eine Wegstrecke, keine Frage, den einen oder anderen sehe ich schmunzeln von den Kolleginnen und Kollegen, der wird sagen, na, was erzählt denn der Nagel da vorne? Und denen rufe ich zu, nein, das stimmt nicht, wir haben schon einiges gemacht. Die Kollegin, die für die Inno-Werkstatt zuständig ist, sehe ich auch hier. Wir machen auch ganz gezielt Innovationen in der Bundesbank mit neuen digitalen Themen. Und heute werden Sie sicherlich auch noch was hören zum digitalen Euro. Das ist ja auch ein großes Projekt. Der wird ja irgendwann kommen. Da bin ich fest davon überzeugt. Der wird unser Leistungsangebot weiter vervollständigen. Also das sind einige Themen, die uns so beschäftigen bei der Bundesbank. Der Digi-Euro. Welche Anstrengungen unternimmt denn die Bundesbank beim Thema Klimaschutz? Klimaschutz ist ein Thema, was für die Notenbank natürlich wie für die ganze Gesellschaft stärker in den Mittelpunkt gerückt ist. In den letzten Jahren, insbesondere in der Bankenaufsicht, spielt der Klimaschutz eine große Rolle. Wir als Bankenaufseher bei der Bundesbank schauen uns an, welche Klimarisiken die Banken möglicherweise in ihren Büchern haben. Klimastresstest ist ein Thema, was wir machen. Da werden die Bankbilanzen gestresst auf ihre Carbon-Risiken. Und natürlich wir auch als Bundesbank, wir haben selbst auch Eigenanlagen, die werden stärker in Zukunft auch nachhaltig ausgelegt werden. Natürlich hat die Transformation der Wirtschaft in eine nachhaltigere Ökonomie
Das ist sicherlich auch mit Preiseffekten verbunden. Das heißt, bei unserem eigentlichen Mandat, das möchte ich an der Stelle betonen, das eigentliche Mandat der Bundesbank gemeinsam mit den Partnern im EZB-Rat ist natürlich, Preisstabilität herzustellen. Aber die Transformation einer Wirtschaft, einer nachhaltigeren Wirtschaft, geht auch mit Preiseffekten einher. Und das schauen wir uns auch genau an. Klimaschutz. Wer kommt mit dem Fahrrad zur Arbeit morgens hier in Frankfurt? Kann man überhaupt mit dem Fahrrad? Ja, also wir haben viele, die mit dem Fahrrad kommen. Also das fällt mir immer wieder auf, jeden Morgen. Herr Nagel, da hinten, wir sehen dieses große Schild, da steht Goldbarren drauf. Ja. Den kann man anfassen. Ich habe es eben schon mal kurz angesprochen. 12,7 Kilo schwer, etwa 700 Euro an Wert. Kriegen Sie in Frankfurt einen Vorgarten für? Immerhin, den haben Sie dann schon. Wofür braucht die Bundesbank die Goldreserven? Also als ich das gestern gesehen habe, und wenn ich es auch jetzt wieder sehe, überlege ich mir, ob wir da ein Geschäftsmodell draus machen könnten. So unseren Goldschatz zeigen und Eintritt nehmen. Nein, also Spaß. Ich zahle 5 Euro. Ich bin dabei. Nein, also Spaß beiseite. Ich meine, das Gold ist für uns ein ganz wichtiger Teil der Währungsreserven der Bundesbank im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland. Gold schafft Vertrauen. Gold steht für Stabilität. Die Deutsche Bundesbank ist der zweitgrößte Goldhalter weltweit nach der amerikanischen Notenbank. Es sind, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, 3.357 Tonnen. Also insofern, das ist für uns ganz wichtig. Können Sie die Zahl bitte nochmal wiederholen? 3.357. Ich meine, ich will mich nicht auf die Tonne genau festlegen, aber in der Größenordnung bewegt sich der Goldschatz der Bundesbank. Und ja, man muss sehen, als die Bank Deutscher Länder anfing, vor 65 Jahren, da gab es noch kein Gold bei der Bundesbank. Also seitdem hat sich tonnenweise etwas geändert. Waren Sie selber schon mal im Tresor? Wenn ja, wie fühlt sich das an? Ja, also ich war schon einige Male da. Also ich bin immer wieder beeindruckt. Wer die virtuelle Tour macht, dann das kann ich Ihnen nur empfehlen, sich die Brille aufzusetzen für ein paar Minuten. Der darf auch durch mein Büro durchgehen. Ich kann Ihnen nur eins sagen, wer es schon gesehen hat und wer sich es anschaut, so aufgeräumt ist mein Schreibtisch eigentlich nie. Aber ich denke, für die Tour hat man alles gemacht, damit es richtig ordentlich ausschaut. Danke, Marcel. Du warst ja, glaube ich, da, als das gemacht wurde. Also, Sie haben insofern, nicht selber aufgeräumt, Herr Nagel. Ja. Das macht Marcel? Wer ist Marcel? Marcel, Marcel, steh doch mal auf. War sehr schlimm. Nein, also ich mache vieles in der Tat auch selbst in der Ruhe. Ich habe ein ganz tolles Team, nicht nur der Marcel mit den Assistentinnen, mit den Büroleitungen. Also man kann auch den Job als Bundesbankpräsident, ja, der funktioniert nur, wenn die ganze Bundesbank einem dabei hilft. Ich bin immer toll vorbereitet bei den internationalen Sitzungen. Ich fühle mich da immer ganz toll versorgt und ja, da fühlt man sich auch sicherer und kann dann auch seine Rolle noch stärker in die Diskussion einbringen. Also da bin ich auch immer ganz dankbar, dass ich so eine klasse Unterstützung habe. Wenn Marcel dann Ihr Büro aufgeräumt hat, wie sieht Ihr Arbeitstag aus, wenn Sie ins Büro kommen? Wie kann ich mir das vom Anfang bis zum Ende vorstellen? Also typischerweise bin ich morgens um 8.30 Uhr im Büro und dann ist oft Open End angesagt. Ich bin viel international unterwegs. Ich war jetzt zuletzt in Prag gewesen. Da haben sich die Finanzminister und die Notenbankgouverneure getroffen. Davor war ich hier in Frankfurt beim EZB-Rat, dann ging es nach Basel zur Bank für internationalen Zahlungsausgleich, wo ich mich mit den Notenbankgouverneuren so alle 2 bis 3 Monate treffe. Im Oktober steht die Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds an. Also es sind viele internationale Verpflichtungen da, aber eben nicht nur das. Die Bundesbank, sollte man nicht vergessen, ist eine große Organisation, 10.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Zentrale, mit den Hauptverwaltungen und vor allen Dingen, ich will eines nicht vergessen, unsere Filialen. Die Bundesbank ist groß in der Bargeldbearbeitung. Ohne die Bundesbank würde das Thema Bargeld nicht funktionieren. Und ich bin auch ganz stolz, wie wir gerade in der Fläche über unsere Filialen das Thema Bargeld angehen. Herr Nagel, wir haben jetzt gerade so ein bisschen Büro, Arbeitsalltag etc. Es ist ein unglaublich großer Apparat, sehr viel Verantwortung bei Ihnen. Wie erdet sich der Präsident der Bundesbank? Beim Eierkaufen samstags morgens, aber nicht nur. Da könnten jetzt einige, die ich hier sehe, könnten was dazu sagen. Die wären da, sind da viel berufener. Mit Freunden zusammen sein. Ich bin begeisterter Tennisspieler, spiele in Dreieich in der Mannschaft. Mannschaftskollege ist gerade da.
Letztes Jahr sind wir sogar aufgestiegen. Also man muss irgendwie versuchen, sich ein Stück weit das alles zu bewahren, dass einen der Job nicht so sehr auffrisst. Ich mache das sehr gerne, ich bin mit Begeisterung dabei, aber das Private, mit Freunden, mit der Familie zusammen zu sein, das muss auch irgendwie funktionieren. Es ist zwar manchmal schwer und sicherlich die Familie, die zahlt da den größten Preis, aber es gelingt. Manchmal gut, manchmal weniger gut. Hier sind auch eine Menge junge Leute, finde ich super, dass der Nachwuchs kommt. Und vielleicht kommt auch irgendwann die Frage, Herr Nagel, was muss ich denn machen, damit ich Präsident der Bundesbank werde? Was antworten Sie da? Ja, das ist natürlich, ich habe am 1. November 1999 bei der Bundesbank damals in Hannover angefangen. Wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass ich in 23 Jahren mit Ihnen hier gemeinsam auf der Bühne... Wir wären vor Glück doch schon... stehen würde und dürfte als Bundesbankpräsident ein paar Sätze sagen, hätte mir das hätte ich natürlich nicht für möglich gehalten. Ich denke, was ich gemerkt habe für mich, man muss einfach an dem, was man tut, Spaß haben, man muss da mit Freude rangehen. Klar, es gibt auch Tage, da denkt man manchmal, oh Gott, na Güte, aber die überwiegende Zeit des Jobs, die hat mir viel gegeben. Und dann muss man auch fairerweise sagen, es gehört auch für jede Karriere, gehört Glück dazu. Ich habe das Glück gehabt, dass ich immer gute Förderer hatte, mich manchmal auch bereit war zu bewegen von einem Ort zum anderen. Das gehört, glaube ich, auch dazu in der Zeit, nicht nur in einer Rolle zu bleiben. Aber ein Geheimrezept gibt es nicht. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, wie wünschen Sie sich die Bundesbank der Zukunft? Also die Bundesbank der Zukunft soll da weitermachen, wo sie jetzt ist. Immer die Bereitschaft zur Offenheit, zur Flexibilität und mit der Zeit zu gehen. Dann ist mir auch nicht bange um die Bundesbank. Die Bundesbank hat sich im Euroraum als starke Notenbank weiterentwickelt. Wir sind Dienstleister für vieles im Euroraum und das wollen wir auch in Zukunft sein. Und das wird uns auch gelingen. Sagt der Bundesbankpräsident Joachim Nagel. Herzlichen Dank, Herr Nagel, für das Gespräch und die Zeit, die Sie für uns haben. Ich danke Ihnen und einen schönen Tag bei uns.